Geschätzte SVP-Familie, das Ende der Sonne kommt, Sonne scheint für uns. Als Familienvater von 4 Kindern darf ich hier als Nationalratskandidat vor euch stehen. Vom Urnenbüro zum Einwohnerrat, zum Grossstadtrat, zum Kantonsrat. Ich habe schon sämtliche Stationen durchlaufen. Wie gesagt, die ganze Ochsentour. Der nächste Schritt wäre Bern und dort hätte ich gerne. Mein Engagement in der Partei ist gross. Vielleicht können mich nicht alle, aber die von der Stadt können mich hundertprozentig. Ich bin dort schon seit mehr als 15 Jahren als Plakathelfer unterwegs und als Mitgliederverantwortlicher bei den neuen Mitgliedern. Das heisst, ich läute jedem an, der sich in der Stadt meldet. Wenn ihr jemanden wisst, der meldet sich bei mir, wenn er in der Stadt sich anmeldet. Ich finde das spannend und sehr abwechslungsreich, weil ich bin sehr ein kommunikativer Mensch. Mein letzter grosser Einsatz, das wisst ihr sicher noch, die meisten, war an der Luga, wo ich da ehrenamtlich mich ins Zeug gelegt habe und dort Unterschriften gesammelt habe und unseren Wahlauftakt eigentlich so ein bisschen als erstes Ding durchgezogen habe. Die Arbeit im Parlament macht mir sehr viel Freude und Spass. Ich gehe auf Bedürfnisse der Bürger ein und möchte sie auch gerne in Bern vertreten. Warum kandidiere ich für einen Nationalrat? Ich möchte keine neuen Steuern, Gebühren und Abgaben, mehr Sicherheit in der Schweiz und für eine gute berufsvorbereitende Bildung. Ein weiterer Punkt, die jungen Bürgerlichen brauchen eine klare Stimme im Nationalrat, darum Thomas Schärli im Nationalrat. Danke. Okay.